Hallo Internet und YouTube. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich euch die Welt der Radiologie ein wenig näher bringen möchte. Heute zu einem ganz einfachen Fall, und zwar einer Nasenbeinfraktur. Ich denke, jeder von uns kennt jemand im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, der so eine Fraktur schon mal erlebt hat. Deshalb wollte ich euch mal zeigen, wie das Ganze denn radiologisch aussieht. Hier haben wir eine seitliche Röntgenaufnahme. Wie man unschwer erkennen kann, ist das die Nasenregion, praktisch die Hautregion. Ich fahre jetzt über den Nasenrücken bis zur Nasenspitze. Und unterhalb des Nasenrückens befindet sich das Nasenbein. Und hier im mittleren Drittel findet sich eine Konturunterbrechung, kann man sagen. Wir sagen dazu kortikales Unterbrechung. Das heißt, eine Fraktur, eine wesentliche Dislozierung des Frakturstücks findet eigentlich hier nicht statt, sodass das Ganze wahrscheinlich auch regelrecht verheilen wird und nicht irgendeinen großen Schiefstand erleiden wird. Das war's schon und bis zum nächsten Mal.